Hallo, herzlich willkommen zur letzten Woche von unserem Trainingsprogramm. Wir starten diese Woche mit der Sidan-Wende. Die Sidan-Wende ist, wie Sie schon sagten, ein Wendetrick. Der Vorteil bei der Sidan-Wende ist, dass wir mit unserem letzten Ballkontakt gleich entscheiden können, wohin der Ball geht und wir deswegen ein bisschen schneller sind, ein bisschen schneller in Lauf kommen und deswegen auch schneller von unserem Gegner wegkommen. So, bei der Sidan-Wende haben wir immer drei Ballkontakte. Ich mache sie einmal vor. Der erste Ballkontakt ist dafür da, dass wenn der Ball vor uns rollt, dass wir den Ball stoppen können. Das heißt, das ist der erste Ballkontakt. Treten auf den Ball drauf und stoppen ihn. Ganz wichtig ist, dass dann danach der Fuß über den Ball drüber geht und am Boden auftritt und die Innenseite von dem Fuß zum Ball zeigt. Das heißt, ganz wichtig, die Innenseite zeigt hier zum Ball, ist hier nicht nach vorne, sondern hier nach drüben gelenkt. Dann geht der andere Fuß drauf, wir drehen den Ball und der dritte Kontakt ist dann nach vorne wieder zurück. Ich zeige es nochmal, gehen nach vorne, stoppen den Ball, steigen drüber, anderer Fuß geht drauf, jetzt merken wir schon, okay, wir können jetzt hier über unsere Schulter drehen. Drehen uns, dreht der Kontakt, kontrolliert den Ball, lenkt ihn nach vorne. Wenn jetzt der dritte Kontakt nicht nach vorne gehen soll, können wir den Ball auch weiter nach außen lenken, können ihn ein bisschen stärker lenken, wir können den Ball auch stoppen. Das heißt, wir können zum Beispiel auch mit der Sidan-Wende hopp, hopp, hier rausgehen, dann lenken wir den Ball hier rüber. Wir können aber genauso wie die Sidan-Wende machen, den Ball stoppen und stehen bleiben. Was wir aber jetzt üben wollen, dass wir den Ball immer danach anschieben, hopp, 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 dass wir wirklich in unsere Laufrichtung kommen. So, um die Sidan-Wende am besten zu üben, brauchen wir einfach ein Hütchentor oder irgendwas, was zwei Hütchen ähnlich ist. Machen die Sidan-Wende immer ein bisschen wie so eine 8, einmal auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Ich zeige es einmal, laufen nach vorne, machen die Sidan-Wende mit rechts, 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Sind wir in der Mitte angekommen, können gleich durch und machen jetzt mit dem anderen Fuß auf die andere Seite, 1, 2, 3 und hier auch drei Kontakte. So, das wäre dann immer eine Runde, wenn wir das ein bisschen schneller machen, versuchen wir gleich mit dem dritten Kontakt den Ball immer durch die Hütchen durchzuschieben, dann haben wir ein bisschen mehr Tempo. Das heißt, wir fangen dann an, machen 1, 2, 3, schieben wir vorbei, hier schieben wir dann durch direkt, 1, und hier schieben wir auch wieder durch. Man merkt schon, man kommt ganz gut in so einen kleinen Kreislauf rein, und dann mit den Sidan-Wenden immer in die eine Richtung, dann in die andere Richtung. So, davon würde ich empfehlen, immer 4x4 Runden zu machen, das heißt eine Runde ist immer beide Seiten einmal, dass wir wieder hier vorne ankommen. Da müsste es eigentlich ganz gut hinhauen, aber natürlich wie immer, wer mehr übt, kann es am Ende besser und kann es dann im Spiel besser umsetzen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß.